Interessant. Ist das jetzt hin, was ich gebastelt habe, diese Medizin? Muss ja alles seine Ordnung haben hier. Wir mal gucken, dass das immer. Warum leuchtet Charlokos Ball? Weil es sich entwickeln kann. Sekunde, das machen wir doch gleich mal. Danke fürs Erinnern. Du kannst es ihm jetzt so gestatten. Papinella. Oh, aber der Dauer-EP-Teiler, den finde ich hier durchaus sinnvoller. Ich finde das Spiel anspruchsvoller. Sie sind kräftiger. Ich habe noch keine Ahnung, wie das Team überhaupt mal so aussehen soll. Ich muss mich halt da wirklich noch durchfuchsen. Ich glaube, Driftlon, weiß ich nicht. Dann alle, die schlafen gehen. Gute Nacht. Also ich denke auch nicht, dass also Barmelin bleibt vielleicht. Eigentlich wollte ich ihn eigentlich nur bewegen. Barmelin bleibt vielleicht bei den anderen. Da kommen, glaube ich, noch so viele gute Pokémon. Das wäre verrückt, wenn ich mich jetzt schon festlegen würde. Dafür gibt es immer ein bisschen Kohle. Das finde ich echt gut. Erstmal ins Dorf zurück. Sachiko. Ich glaube, ich lasse mir die Haare wieder so mittelalterlich machen, auch wenn ich das hier ganz süß finde. Schön würde ich finden, wenn man ein anderes Tuch haben könnte, also dass man da an der Farbe noch mal überlegen könnte. Es rüttelt ganz schön an meinem Rollo hier. Schnipp, schnapp. Guck noch mal wegen der Schuhe. Gibt neue Ware? Halt, stopp. Eine Scheidungsmaske.
die mit ihren Stirnbändern? Ganz schön windig draußen, ja. Ganz kurz wieder meine Shaman-Hose anziehen. Sind da diese Schuhe, sehen so doof aus? Kann man die dazu anziehen? Eigentlich schon, oder? Passend zum Tuch. Mitzi, Hallöchen. Hart am Suchten würde ich jetzt gar nicht so. So gefallen sie mir jetzt wieder weniger, die Schuhe. Ich lasse die jetzt so. Also Suchten würde ich gar nicht so sehr sagen. Gucke auf jeden Fall. Ja, was verkauft er denn hier eigentlich? Was kaufen zum Selbstherstellen? Böderteig. Man, diesen nahrhaften Teig mit anderen Zutaten zu verströmen, der einen aromatischen Duft, ist ja interessant. Vielleicht mal. Vielleicht nicht gleich so viele. Macht er hier? Kartoffelbocci. Ach, er ist derjenige, welche. Was macht er? Hier im Handwerksladen verkaufe ich Anleitung. Zeig mal Anleitung. Für den Schutz. Honigköder. Offensivvitamine. Meinem Freund habe ich das Spiel auch gekauft. Der wollte das Spiel unbedingt haben. Und gefällt es ihm denn? Wenn mir ein Pokémon zu nahe kommt, werfe ich ihm einfach eine Sinnelbeere hin und verdufte, während es abgelenkt ist. Hey du, du machst doch beim Forschungstrupp mit. Das trifft sich gut. Ich wollte mich bald ins Grasland aufbrechen, um dort Glanzsteine zu sammeln. Allerdings habe ich nicht genug Sinnelbeeren für solch ein Unterfangen. Kennst du dich mit Sinnelbeeren aus? Pokémon kommen wieder etwas zu Kräften, wenn sie eine solche Beere essen. Deswegen lassen sie sich auch davon ablenken, wenn man ihnen eine hinwirft. Sprich, man braucht einen ordentlichen Vorrat an Sinnelbeeren, um wilden Pokémon zu entgehen. Das bringt mich zu dir. Könntest du mir vielleicht beim Sammeln dieser Beeren hilflich sein? Ich denke, 5 Stück sollten genügen. Da habe ich auch welche bei schon. Die kann ich mir direkt geben. Hier bitte. Für jemanden, der vom Himmel gefallen ist, bist du echt nett. Dann verstaue ich die Bären mal in meiner Tasche. Das erste Pokémon, wo ich richtig Spaß und Lust aufs Fangen habe. Deine Mühen sollen nicht umsonst gewesen sein. Ich krieg 3 Beleber. Da sind meine Pokis. Er hat auch noch eine Mission für mich hier. Pokémon derselben Art können angeblich unterschiedlich groß sein. Das hat zumindest der Professor gesagt, aber ich glaube erst, wenn ich es mit eigenen Augen sehe. Sollte es wirklich Barmelin geben, die größer sind als meins, würde ich mir das gerne aus der Nähe ansehen.
Sag mal, du bist doch richtig gut im Fangen von Pokémon, stimmt's? Falls du ein Barmelin fängst, das größer ist als meins, würdest du es mir dann überlassen? Ich gebe dir dafür auch eine tolle Belohnung. Ich habe das Barmelin schon dabei, aber das ist meins. Ich gebe ihm doch nicht meinen Barmelin. Woher weiß ich denn, ob das Pokémon größer ist? Der Forschungstrupp hat es echt schon drauf. Da muss nur ein unbekanntes Pokémon auftauchen. Und schwuppdiwupp ist das schon gefangen. Die Dame da wollte doch noch, dass ich das mit den Starer-Lilies weitermache. Logische Dinge in Pokémon unendlich. Ich würde es mal ganz kurz verkaufen. Ich muss es entweder mehr besiegen oder mehr fangen. Das können wir ja jetzt noch mal versuchen. Bin ich auch noch nie hochgelaufen, fällt mir gerade auf. Hey, das hat mich echt überrascht. Echt? Mich aber. Oh, was ist denn das für eine Attacke gewesen? Excuse me? Ist aber gerade ganz schön auf mich abgesehen gehabt. Hallöchen, vielen lieben Dank für 100 Bits. Na, guck an, wo kommst du denn her? Wie geht's dir? Vielen lieben Dank für deinen Support. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Da hinten ist ein Pichu. Leute, ich raste aus. Da ist ein Pichu. Da ist ein Pichu.
Da ist ein Pichu. Bitte? Ich habe ein Pichu gefangen. Okay, ich raste aus. Fang es, schnapp es. Ich habe es, ich habe es, ich habe es. Besiegen müssten wir es noch. Es tut mir echt leid, aber es wird leider auf einen Kampf hinauslaufen. Auch wenn es mir für das Schalocco sehr leid tut. Oh mein Gott, ich habe ein Pichu. Level 21. Oh. Das dürfte mir noch zu schwer sein. Ich glaube nicht, dass ich dem gewachsen bin. Andererseits. Okay, war wirklich schön mit dir. War nett mit dir geredet zu haben. Ja. Man kann Shiny sogar auf der Overworld erkennen. Ich habe noch einen Shiny gesehen. Noch nie in meinem Leben habe ich einen Shiny gesehen. Die leuchten? Wie leuchten die denn? Warum ist denn hier alles so verdorben? Ich will hier eigentlich nur ein paar Sachen sammeln. Ein paar Blümchen, ein paar Vitalknospen. Eins musst du sehen, da kommst du nicht dran vorbei. Ja, das rote Garados. Ja gut. Das zählt für mich nicht. Aua! Da war es direkt zickig. Du musst mir gar nichts verraten. Ich will auch gar nicht so viel gespoilert werden. Aua! Ist ja gut. Luxio da hinten werde ich mich mal nicht beschäftigen. Das ist bestimmt zu stark für mich. Wieso kannst du denn Apollo nicht entwickeln? Ich dachte, das geht doch ohne Tauschen.
Rega, dann musst du mit mir tauschen. Du weißt, habe ich eine Switch. Du weißt, habe ich Pokémon. Ich will auch ein Gengar haben. Gengar ist so ein cooles Pokémon. Jetzt muss ich erstmal einen Nebulak fangen. Warum wackelt das da hinten? Mizi, danke schön für deine Liebe im Chat. Vielen lieben Dank für 100 Bits, du Liebe. Dankeschön, ihr Süßis. Dankeschön. Und sonst geht's euch gut, ja? Ich glaube, das ist echt so ein Spiel, da kann man sich ein bisschen festsuchten, ne? Wenn man das ordentlich spielt, dann hat man da bestimmt eine ganze Weile mit zu tun. Aua. Dankeschön für die 100 Bits. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Drück mal den falschen Knopf, ne? Exemplare gefangen, ohne entdeckt zu werden. Tauscht dieses Starer-Dingens da aber ganz schön ab. Eins müsste ich noch fangen. Kann ich das Pichu auch einfach rauslassen? Oh mein Gott, das ist so süß. Es hat so niedliche Bäckchen. Wie entwickelt sich Pichu? Benny, hi, wie geht's dir? Sich nicht Pichu früher durch Freundschaft entwickelt? Wie kann man denn die Freundschaft erhöhen? Indem man viel mit ihm redet und ihn füttert? Keine Ahnung. Ich wüsste das gerne. Wenn ich natürlich die Wahl habe, ob ich Luxio oder Pichu, aber auf Luxio kann ich reiten, ne? Bestimmt. Wenn es größer ist. Ach, diese Entscheidung. Soweit ganz gut und dir euch? Soweit ganz gut. Durch Beeren, reden und benutzen. Wie gebe ich ihm denn Beeren?
Da fehlt immer noch was. Das ärgert mich. Originalpartner. Ganz witzig. Sag mal die Unterschiede hier. Der hier hat viel mehr KP. Und eine höhere Initiative, obwohl die ja eh schon hoch sind. Danke der Nachfrage. Machen wir das einfach mal so. Es wird noch so viele Bären geben, befürchte ich. Analyse. Verbrennung. Kaufe ich gleich. Was brauche ich? Womit mische ich das immer? Den Sinnelbeeren, ne? Statt im Haupthaus kannst du auch deine Tasche größer kaufen als Taschenplätze. In der Stadt im Haupthaus? Echt? Das musst du mir mal zeigen. Oder sagen. Haupthaus. Wo ist denn das Haupthaus? Das meint ihr nicht, ne? Was ist das da? Hier? Ich da mal rein. Genau, im zweiten Stockwerk ist das Büro des Expeditionsleiters. Es sind Nebenmissionen verfügbar. Welche möchtest du überprüfen? Offenbar gibt es da eine Bande von drei frechen Milizern, die in Jubeldorf Unruhe stiften. Sprich mit Tsumugi vom Sicherheitstrupp und geh der Sache auf den Grund. Spielgefährte für Driftlon. Anscheinend haben einige Leute im Dorf ein Driftlon mit einem Kind spielen sehen. Sprich mit Kimbra vom Sicherheitstrupp, um mehr Details zu erfahren. Zubats Augen.
Cosima vom Sicherheitstrupp hat uns um Hilfe gebeten. Ich glaube, es geht um Zubat. Hör dir ihr Anliegen an und geh der Sache auf den Grund. Ich verlasse mich auf dich, gib dein... Oh, Feuerriegel, Baby! Hey. Ruh dich im Basislager aus, wenn du von einer Pokémon-Attacke getroffen wurdest. Du bist jetzt Mitglied des Forschungstrupps, oder? Dann kannst du deine Tränke auch selbst herstellen. Das habe ich gemacht. Dass Kommandantin Celestis dich akzeptiert, ist wirklich bemerkenswert. Kann ich mir denn die größere Tasche kaufen? Wenn Items mal knapp werden, kannst du sie einfach auch selbst herstellen. Wenn du lernen willst, wie man neue Items fertigt, musst du einfach nur die Anleitung dafür sammeln. Materialien zum Herstellen von Items kannst du praktischerweise in deiner Tasche verstauen. Du solltest mal mit Varin sprechen. Von ihm kannst du lernen, wie sich mehr Items in deiner Tasche verstauen lassen. Wer ist Varin? Der NPC spricht mich dann an. Ach, erst später. Doch eben gesagt, ich soll meine Tasche vergrößern lassen, ihr Mausis. In der Eingangshalle. Hallo? Ah, du kommst wie gerufen. Ich suche einen Stein für meinen Einwecktopf. Würdest du mir dabei helfen? Er sollte auf den Topf passen und nicht so schwer sein, dass mein Gemüse ihn nicht heraustreibt. Allerdings werde ich so einen schweren Stein kaum alleine hochheben können, daher sollte er sich am besten von allein bewegen. Ich glaube, so ein Kleinstein wäre optimal. Angeblich leben welche bei der Geweihanhöhe. Fang doch bitte ein, so bring es zu mir, ja? Ich warte zu Hause auf dich. Das kriegen wir hin. Einen Kleinstein habe ich. Ist im Team? Nein. Muss ich das Kleinstein dabei haben? Jetzt sollte es gehen. Der erste NPC, mit dem du gerade geredet hast. Der wollte mir mein Barmelin wegnehmen, der eine. Nimm mein Barmelin. Ich gebe so. Missionsliste. Hey. Wo ist meine Wegweisung? Denn? Bin ich doof? Sie hat gesagt, ich bin dann... Also, bring ihn mir nach Hause. Ist sie hier zu Hause? Wo ist denn Yolanda?
Hätte da jetzt nicht so eine Fahne sein müssen? Ich erwarte mal, dass hier Fahnen sind. Würdest du mir deinen Kleinstein überlassen? Na klar. Unglaublich, es sieht wirklich wie ein Stein aus und dieses Gewicht einfach perfekt. Besten Dank, damit wird mein Gemüse sicher köstlich. Kleinstein. Und Honigköder bekommen. Perfekt. Sehr cool, dass ich die Pokémon nicht dabei haben muss. Dass man die einfach so geben kann. Das finde ich ganz nice. Wenn wir zum Acker gehen, ob sich da schon was getan hat, ne? Du kommst genau zur richtigen Zeit. Wir haben die Ernte eingeholt. Die Erträge sind so ausgefallen, wie es uns erhofft hatten. Hier für dich. Hier Schutzblumen. Vier Stängel Anker Etalkraut. Vitalknospen. Na dann seid mal fleißig. So, ich spiele jetzt mal ein Ründchen Schwein. Mach das. Diese frechen Bediza. Ich pack die erstmal weg. Sind denn die Bidiza? Du hast bei der Prüfung drei verschiedene Arten Pokémon gefangen, oder? Dann würde ich dich gerne bitten, etwas für mich zu untersuchen. Ach, diese frechen Bidiza. Ich habe nur kurz nicht hingeschaut, da sind sie glatt an mir vorbei und ins Dorf getapst. Ich habe als Wache des Sicherheitstrupps versagt. Was wird Kommandantin Belilia nur denken? Boah, dieser Name. Schluss jetzt. Selbstmitleid hilft mir auch nicht weiter. Dann muss ich eben die Bidiza einfangen und die Sache wieder richten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Wie soll ich denn eigenhändig drei freche Bidiza fangen? Ah, ich hab's. Diese kleinen Schlinge wiegen sich wohl in Sicherheit, wenn andere Bidiza in der Nähe sind. Wenn du also ein Bidiza dabei hast soll und sie damit ablenkst, nutze ich das aus und schnappe sie mir. So machen wir das. Das ist ein genialer Plan. Ich möchte, dass du mir dabei hilfst, die drei frechen Bidiza einzufangen. Also soll ich jetzt einen Bidiza holen und dann... Wen gebe ich ihr dann erstmal? Du musst die drei in der Stadt suchen, aber sie hat doch gesagt, ich muss es dabei haben. Und die sind dann einfach ganz random irgendwo. Ich suche ja schon.
Ich kann mir halt nicht vorstellen, wo die sich einfach so verstecken können, so ganz random. Ich gehe jetzt schlafen, gute Nacht und euch einen schönen Stream. Dankeschön, Ryan. Bei der alten Dame am Glücksschrein kannst du Talismane kaufen, deren Besitz dir Vorteile bringt. Der Glücksschrein beschützt Jubeldorf, daher sind wir ihm zu Dank verpflichtet. Sag mir, Kind, was wünschst du dir vom Glücksschrein? In dem Fall empfehle ich dir diesen Talisman hier. Später. Okay, die will mir einfach Sachen verkaufen. Ich höre hier doch irgendwo ein Pokémon, aber ich sehe keins. Tipp, suche bei Häusern. Ich suche ja schon bei Häusern. Eins. Bidi, Bidi. Oh, wie süß. Ach, geschnappt. Dein Bidiza und du, ihr habt den Dreh echt raus. Goku, hey. Schön, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Wie geht's dir? Wir suchen gerade Bidiza. Müde, aber gut. Und dir? Auch müde. Ich bin immer müde. Und momentan sowieso besonders. Wir suchen Bidiza. Die schon eine ganze Weile auf dem TV laufen? Ha, okay, das freut mich. Danke dir. Oh, okay, da komme ich nicht durch. Diese kleinen Lümmel, wo verstecken die sich? Wird einem ja schwindelig nach einer Weile. Jetzt einmal alle Häuser abgesucht? Ich weiß das gar nicht. Guck. Dankeschön für dein Gifted Sub an Benny. Hey. So, hier haben wir das erste Bidiza gefangen. Dankeschön. Benny, habe ich gar nicht gesehen, dass du doch keinen Zap hast. Bin ich gerade so doof, die Bidiza zu fangen? Stopp? Was heißt Stopp? Ich habe einen Delay. Du musst mir sagen, was du mit Stopp meinst. Wenn du Stopp geschrien hast, bin ich wahrscheinlich schon 20 Mal dran vorbei. Da, in der Ecke. Frech. Die sind ja wirklich gut versteckt. Noch eins. Hast du nicht gesagt bei den Häusern?
Dennis, Hallöchen, wie geht's dir? Hauptmission schon durch? Nein. Noch lange nicht. Wir sind doch ganz am Anfang. Ich lasse mir nur Zeit. Lass mir ganz viel Zeit. Bin mir auch noch gar nicht sicher, ob ich die Teamaufstellung so lasse, wie ich sie gerade habe. Weil meine Pokémon haben gerade mal so Level 10 rum. Also alles ganz entspannt. Ich habe noch ganz viel Zeit. Ich mache immer mal so zwischendurch, wenn ich gerade dafür Zeit habe, die Nebenmission. Das andere ist in der Nähe vom Haupthaus. Die sind aber auch fast unsichtbar, ne? Geschnappt. Wir haben es geschafft. Damit wären die drei frechen Bediener gefangen. Ich werde sie dann mal außerhalb des Dorfs wieder freilassen. Halt, stopp! Bevor du sie freilässt, nehme ich sie lieber zu mir in den Bautrupp. Die ist hübsch. Was? Aber beim Bautrupp haben sie mit ihren Zähnen doch den größten Schaden angerichtet. Ja, aber so sind Pokémon nun mal. Woher sollen sie denn die Regeln unseres Dorfs kennen? Außerdem zeugt ihre Vorliebe für das Holz unserer Gebäude vom guten Geschmack. Sie werden allerdings nicht einfach nur hier bleiben, sondern uns auch bei der Arbeit helfen. Durch ihr wiederholtes Eindringen ins Dorf haben sie jede Menge Ausdauer bewiesen. Zusammen mit ihren robusten Zähnen, für die weder Holz noch Stein ein Hindernis darstellt, macht sie das perfekt für den Bautrupp. Na, wie sieht's aus? Wollt ihr mit uns arbeiten? Nach harter Arbeit schmeckt das Essen sogar noch besser, glaubt mir. Oh, das ist so süß. Das wollte ich hören. Die frechen Mediziner wirklich bei der Arbeit helfen werden? Aber Sasanka, okay, ist ja dabei. Da brauchen wir uns sicher keine Sorgen zu machen. Damit hat sich die Sache erledigt. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Vielen Dank. Die frechen Bediebsam. Ich krieg dafür einen Sonderbonbon. So. Pilze habe ich noch gar nicht gefunden. Ist der. Jetzt habe ich wieder dieses Problem, dass ich das nicht. Doch, da hinten. Im Driftlon. Ist es wirklich so, dass man sich von A nach B gibt und quasi Quests macht? Jein. Also, ich finde, das kann man so gar nicht sagen. Es ist schon so, dass du Aufgaben hast, die du abarbeiten kannst. Aber du kannst dich auch entscheiden, einfach zu leveln, zu forschen, hin und her zu laufen. Das geht schon. Aber es ist jetzt nicht komplett offen. Also es ist echt schwer zu beschreiben. Du hast schon die Möglichkeiten, so dies, das, jenes zu machen. Aber du hast halt auch so einen Handlungsstrang, den du so ein bisschen folgst. Nina, du siehst ja cute aus in dem Game. Ja, ich habe mir diese Spezialklamotte gekauft. Also gekauft nicht, ich habe die geschenkt bekommen. Wahrscheinlich, weil früh bestellt. Aber noch ein Knackrock-Kostüm, das werde ich nachher auch noch ausrüsten. Du wirst dich um die Angelegenheit mit dem Driftlern kümmern? Hab vielen Dank. Wir haben gehört, dass bei Sonnenuntergang am Strand des Aufbruchs ein Driftler mit einem Kind aus dem Dorf gespielt hat. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass Kinder mit Pokémon spielen. Was, wenn sie angegriffen werden? Wir vom Sicherheitstrupp sind sofort losgeeilt und haben nach den Kindern gesehen, aber allen ging es gut. Und keines der Kinder im Dorf wusste von einem Driftler. Andere Leute beteuern jedoch fest, das Pokémon gesehen zu haben. Das lässt mir keine Ruhe. Der Forschungstrupp scheint mir am besten dafür geeignet zu sein, um diese Sache aufzuklären. Bitte finde heraus, ob sich am Strand wirklich ein Driftlon zeigt und mit einem Kind spielt.
Es ist auch echt interessant, muss ich sagen. Gegen Abend hieß es, ne? Bei Sonnenuntergang. Also bisher muss ich sagen, das Spiel ist ganz anders als die anderen Teile. Es ist ganz anders, weil, also es ist mega ursprünglich. In dieser Welt haben die Leute Angst vor den Pokémon, sind sich nicht sicher, wie sie mit denen umgehen sollen, wie sie die handeln sollen. Und wir kommen halt aus der modernen Welt, sind hier reingeplumpst und haben halt keine Angst und sind deswegen in der Lage, sich mit den Pokémon halt zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, sie zu fangen. Du hast hier einen anderen Pokédex, bei dem du nicht das Pokémon einfach nur gefangen haben musst, sondern du musst auch so und so oft gesehen haben, wie es die und die Attacke eingesetzt hat. Du kannst es versteckt fangen, bei Tageslicht fangen, bei Nacht fangen. Du kriegst für alles Erfolge und erst wenn du so 10 Forschungserfolge pro Pokémon hast, je nachdem, was du halt gemacht hast, hast du den Pokédex-Eintrag wirklich voll. Die Pokémon laufen frei herum. Du kannst sie freihändig fangen, also es ist auch ein anderes Kampfsystem und ein anderes Fangsystem. Du kannst deine Pokébälle alles selber bauen. Du musst die Materialien dafür finden, du kannst die Sachen dann craften, auch Tränke und so weiter und so fort. Ja, du kannst deinen Charakter anpassen, etc. pp. Ja, es ist eigentlich ziemlich cool. Es ist komplett anders, aber auf eine gute Art und Weise. Ich glaube, dass man aus diesem Spielprinzip eine ganze Menge rausholen kann, zukünftig noch. So, wie mache ich denn, dass es jetzt dunkler wird? Einfach hinsetzen und warten? Spielt vor dem eigentlichen Pokémon, genau. Das ist sozusagen der Teil, mit dem die Pokémon-Geschichte überhaupt erst anfing. Wir erstellen den ersten Pokédex überhaupt. Und nehmen damit den Menschen sozusagen die Angst vor ihnen. Ich glaube, das werde ich mir dann doch holen. Ja, es ist jetzt nicht starr, dass du sagen kannst, oh, du kannst nur dahin gehen, dahin gehen. Das ist nicht so. Du kannst entscheiden, was du zuerst machst oder ob du zurückgehst, ob du jetzt lieber noch trainierst, ob du dies, das machst. Das geht schon. Ja, also im Prinzip wie die Pokémon-Spiele, die du so kennst. Aber halt viel offener. Ich werde mal schlafen bis zum Abend und dann werde ich da nochmal hingehen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier rumlaufe und warte, passiert ewig nichts. Du hast jetzt auch einen eigenen Unterschlupf. Es gibt halt auch kein Pokémon Center mehr in dem Sinne. Bis zum Abend, ne? Wir gehen mal bis zum Abend. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, genau. Es ist so, wie man sich das früher gewünscht hat. Man kann sich komplett frei bewegen. Man kann sogar teabaggen. Was doch Wegweiser, wenn du sie möchtest. Du musst sie aber nicht. Und die
finde das Training auch schwer. Ist wirklich ein Driftlon. Hallo, du da vom Forschungstrupp. Ich würde gerne nach Hause gehen, aber Driftlon lässt mich nicht los. Bitte hilf mir, nimm meine Hand und zieh ganz doll dran, ja? Soll was? Bitte hilf mir, nimm meine Hand und zieh ganz doll. Okay. Zieh. Jetzt kann ich endlich nach Hause. Aber Driftlon ist kein böses Pokémon, weißt du? Ganz bestimmt nicht. Es macht so viel Spaß, mit ihm zu spielen. Darum habe ich den Erwachsenen nichts von ihm erzählt. Ich heiße übrigens Takeo. Also dann, tschüssi. Und ich finde es total schön, dass die japanische Namen haben, die meisten. So, das war jetzt eher eine unspektakuläre Nebenmission. Ne, er entführt ja keine Kinder. Er spielt halt nur mit denen, ne? So, Bericht erstatten. Gehe ich recht in der Annahme, dass du mehr über die Sache mit dem Driftlon herausgefunden hast? Ich bin ganz Ohr. So ist es also. Takeo hat es für uns geheim gehalten. Aber das klingt mir nach einer sehr knappen Rettung. Wer weiß, was das Driftlon Takeo sonst gebracht hätte. Wohin? So etwas darf in Sicherheits. So. Ich muss mich konzentrieren, Leute. So etwas darf der Sicherheitstrupp auf keinen Fall ignorieren. Ich werde Kommandantin Belila empfehlen, mehr Wachen zum Strand des Aufbruchs zu schicken. Zum Glück konnte Schlimmeres verhindert werden. Das haben wir nur dir zu verdanken. Dafür gibt es wieder Sternstaub. Bin halt eigentlich kein Fan von Games, wo man x-mal dasselbe sammeln muss. Aber da es Pokémon ist, kann ich da eine Ausnahme machen. Zed, hi, wie geht's dir? Aber das Schöne ist, du musst hier die Sachen nicht suchen. Du gehst also wegen dem Crafting, du gehst an den Sachen ganz entspannt vorbei. Oh, da ist dieser Fit-Lauch. Da sind die Aprikokos. Das geht eigentlich ganz schnell. Wieso kriegst du ständig neue Ware? Oh, das ist schön. Das ist wieder hübsch. Sowas mag ich gerne. Das finde ich echt schick. Und jedes Mal kommen neue Klamotten. Also je mehr man hier auch freischaltet an Quests, desto mehr Klamotten zum Anziehen bekommst du. Das finde ich auch ganz schön, wenn ich ehrlich bin. Woher hast du denn Ponita? Ponita kriegst du gleich am Anfang auf dieser Graswiese, sag ich jetzt mal.